das. Und das Bundesamt arbeitet hier für den Klimaschutz, für den weltweiten Klimaschutz, für das Global Climate Observing System, also das globale System zur Klimabeobachtung. Wir messen hier Treibhausgase, chemisch reaktive Gase, Aerosole. Alle Dinge, die wir messen, die haben wirklich direkt oder indirekt mit dem Klima, mit dem Zustand der Erdatmosphäre zu tun. So eine Bergstation ist eigentlich wie eine Umweltantenne. Wenn was passiert und in der Luft was transportiert wird, dann merken sie wir mit am ersten. Da gab es doch 2010 diesen Vulkanausbruch, bei dem dann auch in Europa sämtliche Flughäfen gesperrt wurden, ja, weil das Aerosol gefährlich ist. Das bekamen wir als erste mit. Einerseits forschen wir hier, weil wir dann näher den oberen Luftschichten sind, also den repräsentativen Luftmassen. Und ansonsten haben wir eben auch die Auswirkungen dessen, was wir messen, sichtbar vor uns in Form des Gletschers. Ja, 1930 gab es hier noch 350 Hektar Eisfläche. Mittlerweile sind wir, glaube ich, auf 45 Hektar zurückgeschmolzen. Hier am Platt, das ist doch ja, ein Siebtel und das ist schon ganz erheblich. Für mich ist es eigentlich schon besonders schön. Also ich bin schon fast 20 Jahre hier. Nun müsste man also sagen, naja, man gewöhnt sich ja an alles, aber an Schönheit und an Natur und eigentlich auch an die Aufgabe, an die Sinnhaftigkeit der Aufgabe kann mich nicht gewöhnen. Alles freut mich nach wie vor.